die Solbox, das ist ein bidirektionaler DC-Stromzähler, der beim Solar Home System-Besitzer ermöglicht, sowohl Strom mit seinen Nachbarn zu teilen, also zu kaufen, als auch zu verkaufen. Was einen sehr flexiblen Energiezugang ermöglicht, der über das hinausgeht, was ein traditionelles Solar Home System, also die autarke Versorgung mit Solarenergie im Haushalt bisher ermöglicht hat, nämlich immer nur so viel, wie das eigene Panel zur Verfügung gestellt hat. Jetzt haben wir die Möglichkeit, in unserem Schwarmnetz, unserem Solshare Grid, über die Zollboxen Strom im ganzen Dorf zu verteilen und so eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage über das ganze Dorf auszugleichen. Die Abrechnung funktioniert folgendermaßen. Wir haben auf der Zollbox eine kleine Anzeige, wo das aktuelle Guthaben angezeigt wird. Und ähnlich wie auch bei einem Prepaid-Handy sinkt das Guthaben, wenn man den Service in Anspruch nimmt. Wohingegen, wenn man einspeist, also wenn man Strom an seine Nachbarn verkauft, dann steigt das Guthaben. Das Guthaben kann aufgeladen werden über einen Mobile Money Account, also sowohl von der Person vor Ort im selben Haus, als auch von einer verwandten oder befreundeten Person in der nächsten Stadt, oder aber über einen lokalen Agent, der einmal die Woche oder einmal im Monat vor Ort ist und dort mit einer App dann das Bargeld in Empfang nimmt und damit die Strom das Guthaben wieder aufladen kann. Ein Solar Home System, so wie es bisher bestand, hat ja etwa eine Stromkosten für den Nutzer in der Größenordnung von 2 bis 3 Dollar pro Kilowattstunde. Was wir jetzt anbieten, ist ein Stromtarif zwischen den Häusern. Und wir liegen bei 1,50 Dollar etwa. Das variiert je nachdem, ob man einspeist oder ob man Energie bezieht. Dazwischen gibt es eine geringe Marge, die für die Erhaltung des Stromnetzes benötigt wird. Ja. Wir sind als Unternehmen aufgestellt, dementsprechend ist das Geschäftsmodell daran ausgerichtet, sämtliche Kosten innerhalb des Geschäftsmodells abzudecken und so ein nachhaltiges Geschäftsmodell vor Ort in Bangladesch darzustellen.